Alles klar. Ja, Herr Kallmann, eine besondere Veranstaltung heute hier, Sport und Entertainment. Ja, das passt zusammen und ich meine, es geht ja um einen schönen, guten Zweck, eben bedürftigen Kindern zu helfen und ich glaube, für uns alle ist ja eigentlich Kinderlächeln das schönste Geschenk. Und wir können schon vor dem Turnier sagen, was ja riesen Spaß macht, fußballerisch, wie aber auch vor allen Dingen im Unterhaltungsprogramm. Wir haben ja so einen begeisterten Jürgen Drews, eben DJ Ötzi erleben, es geht ja noch weiter. Das Promispiel, also was da alles aufläuft, wunderbar. Aber wie gesagt, die Gewinner stehen fest, es sind die Kinder. Das ist das Schöne, was man eigentlich hier mitnehmen kann. Kann man ja schon sagen, ist ja eine geballte Anzahl an Prominenten heute hier in dem kleinen Gummersbach. Ja. Es scheint so aufzugehen, das Konzept, oder? Ja, man muss sagen, Markus Krampe hat ja seine Agentur hier im Oberbergischen oder Rheinisch-Bergischen, wie immer man es nennen will, ist ein absoluter Profi auf der deutschen Bühne und ob jetzt seine Mannschaft, ich kenne ja viele vom Andy Bucher über die ganzen Frauen, die das Ganze mitsteuern, das ist schon ein großartiger Job, den die da leisten, mit viel Herz, mit viel Kompetenz, mit viel Leidenschaft und das ist das Ergebnis, also wenn man die volle Halle sieht, wenn man den wirtschaftlichen Erfolg sieht, wenn man an den Spaß sieht und dann muss man noch an die vielen, vielen Helfer denken und die auch erwähnen, die draußen bei Wind und Wetter die Autos dirigieren müssen, die hier an der Pommes frites Bude stehen, die alle dazu beitragen, dass ein gutes Gelingen ist. Ne? Abschließend noch eine Frage, gerade wenn wir bei den Prominenten sind, nächste Woche geht's los, das Format, das Dschungelcamp von RTL, haben Sie da so einen kleinen Durchblick, wer da schon alles startet und so einen kleinen Tipp für uns? Ich will nicht sagen, ich hatte mal schönere erlebt, wo tolle Gespräche abends waren, also ich kann mich nur erinnern, Michaela Schaffrath mit hier unserem Torwart, wer war drin? Bata Ilic hat mitgespielt, die haben abends noch gesungen. Ich glaube, Anthony Ross hat den Wettbewerb gewonnen. Das war dann abends auch schön, wenn man gesehen haben, wie die dann da auch zu 4-5 noch am Lagerfeuer im Endfinale dann da gequatscht haben. Das war toll. Wäre das irgendwann mal ein Format für Sie? Auch ich bin schon mal angefragt worden. Aber ich würde für Kinder alles machen, aber das ist die Strapaze in meinem Alter zu groß. Und ich will auch dann nicht mehr als dicker weißer Bär baden. Also das muss man jetzt sich nicht mehr antun. Und ich bin zwar ein Genussmensch, aber so, ja, gewisse Hoden und noch so einige Leckerchen würde ich auch nicht essen. Bitte. Dankeschön.